history is like on Jupiter on Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feed my heart with song and let me see you forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words. Wow, was für ein Anfang. Jetzt bin ich richtig geehrt und fast sprachlos. Ancora Tenores, drei Tenore, die auf der Reise hier durch die Schweiz sind, die den Weg zu uns ins Studio gefunden haben. Da ist sie also, die nächste Sendung aus dem Studio und meine Gäste, wie gesagt, die drei Tenore. Jetzt habe ich zuerst Jeanette hier. Jeanette, du hast mit deinen Leuten um dich herum, haben dir die Tenore gefunden, haben sie hier in die Schweiz gebracht, die haben jetzt Konzerte veranstaltet. Wie ist das alles zustande gekommen? Wer steht da dahinter? Wer hat das angekriegt? Wir sind von der Embolo Foundation einmal jährlich in Peru. Und jedes Mal, wenn wir auf Peru gehen, besuchen wir unsere Projekte. Besuchen. Und unter anderem habe ich auch die Musiker mal gehört im YouTube und habe gefunden, ich möchte mal ein Konzert von denen besuchen. Ich habe sie angeschrieben und habe eine Antwort bekommen sofort. Leider haben sie noch keine Konzerte in diesem Stil, aber wir können uns gerne treffen. Ich habe ihnen von uns erzählt, was wir machen. Und dann eines Tages haben wir abgemacht und dann sind sie plötzlich in der Wohnung gestanden, die drei. So bescheidene, so sympathische junge Männer, die ich gefunden habe, ich möchte sie gerne unterstützen. Sie unterstützen uns mit ihrer Musik. In Peru auch sind sie bereit, uns zu unterstützen, mit Musikstunden geben und arme Kinder. Weil Fußball haben wir schon so viel gemacht. Und jetzt einmal auf die musikalische Seite gehen. Also eigentlich eine ganz schöne Seite jetzt von der Embolo Stiftung, das auch mit dieser Verbindung mit Musik. Jetzt hast du die drei Herren erlebt. Wir haben jetzt am Anfang schnell einen kleinen Gag gemacht, natürlich auch mit dem T-Shirt, aber du hast sie jetzt wirklich im Konzert erlebt. Wie war das gewesen? Die haben auf Merlehof Auftritt gehabt, sind sogar auf Luzern. Wie haben die Leute reagiert? Man kennt sie ja nicht. Nein, aber irgendwie durch ihre Art. Sie sind so... Sie kommen gerade auf die Leute zu, sie, durch ihre Musik, durch ihre einfache Art, die sie haben, öffnen sie gerade die Herzen. Öffnen eigentlich. Sie haben sogar noch Schweizerdeutsch gesungen, gell? Sie haben mich im Vorfeld gefragt, was für Schweizerliedchen das es gibt, und haben ihnen ein paar geschickt. Und dann plötzlich haben sie das als Überraschung eingebaut. Und es ist so herzig. Und die Leute flippen fast aus, wenn sie das singen. Jetzt, wie geht es denn weiter mit Ihnen? Sie reisen jetzt wieder zurück auf Peru. Du hast gesagt, Sie werden dann auch wieder Stunden gehen und so. Habt ihr euch denn schon überlegt, dass man jetzt die könnte nächstes Jahr wiederholen? Ist das Bedürfnis auch da? Also auf viele Seiten habe ich es gefragt, wenn sie das nächste Mal wieder kommen. Sie haben plötzlich Ideen, wo wir noch überall auftreten können. Und wir planen jetzt im September, sie wieder kurz.
So, jetzt nutzen wir das natürlich aus, wenn ich schon mit Ihnen plaudern darf. Ich hoffe, da können alle Englisch, wir werden das natürlich noch übersetzen. Jonathan, tell me, how did you guys met? How did you found the way into the music together? Thank you, Daniel. We met 5 years ago. I met Nicola in the opera, and I met Ricardo in competition of voices. Yes, then start this dream, this adventure, like Ancora Tenores. So how comes that you also mix, you have popular songs, you have the big tenora arias that you sing? Is it, for you, is the music, is this an open thing? Like it's not just classic music? Because the genres what we have to do is called a crossover. Crossover put the classical and popular song too, and you can see we have different voices. Ricardo have the popular voice, Nicola like an opera lyric, the most lyric voice, the old group, and me, I can sing the high notes. And part of playing of this Ancora is to sing not only classical songs, we can sing musica, songs from our country, Peruvian songs, and in English, in Italian, in many languages. So, Jonathan, how does it is for the kids then? Do they prefer one of the styles, or what does they make happy when you sing with them? Every person wants a different genres, right? In my personal opinion, like a professional singer and teaching, the music is only language. Not only classical, not only pop music or country music is for us. I think is only language, is like one a universal way. Thing. It's a universal right? thing. Yes. So let's talk about the universe. Where did shall your journey go? What are your dreams? What is your wish? What shall happen in your life now? First, we want to say it's our first time here in Switzerland, in Europe. Is a great honor to be here, and to know a great persons like Janet from the Embala Foundation, and we have a great plans. Maybe we'll be back the next year. We hope so. So. In not only Switzerland, maybe in Germany and France, in Spain, to share our music. But it is still the dream to be around on the whole world and to make people happy. Und ich hoffe, dass wir die Chance nochmal kriegen, wenn sie nächstes Jahr den Weg wieder finden werden in die Schweiz. Das für euch also Ancora Tenores aus Peru. And I say goodbye and come good home, back home. Es ist der letzte Tag, wo sie da waren und jetzt hauen sie ab und gehen gerade aufs Flugi. Bye bye, thank you very much. Thank you, danke. Danke schön. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error. Of God,
mandó el Salvador. Una esperanza todo el mundo siente.